Der 5. Dezember, herzlich willkommen zu unserem Expertentipp. Heute möchte ich aufräumen mit dem Mythos Blau-Weiß-Creme, Seife zur Reinigung oder Melkfett zur Hautpflege. Die ein oder andere Oma, die vielleicht sagt, ich habe mich schon jahrelang mit dem Blau-Weiß großen Schriftzug aus Hamburg von Beiersdorf gepflegt, ist das vielleicht ganz gut und auch wenn sie sehr schön aussieht, ist das eine glückliche Gegebenheit, aber es ist nicht unbedingt hauttypgerecht. Hauttypgerecht ist es eben, sich abgestimmt auf sein Hautbedürfnis zu pflegen und daher eben die richtige anzuwenden. Und so eine Creme, wie wir sie da kennen und durch Generationen auch schon weitergeben, ist nicht umsonst als Schuhpflege, Lederpflege, sogar Möbelpolitur habe ich auch schon gehört oder Haarkur zu verwenden, aber nicht auf die filigran abzustimmenden Bedürfnisse der Haut. Daher ist es ganz wichtig, dass wir für eine kalte Jahreszeit, im Falle wir möchten so eine reichhaltige Pflege haben, etwas mit Nachtkerzenöl oder Avocado-Inhaltsstoffen benutzen. Angereichert oder zusätzlich gepippt mit einer Ampullenkur ist das eine hervorragende Pflege. Wenn man zu fett pflegt, ist im Prinzip das Problem, dass man einen Wärmerückstau hervorruft und dadurch Bauernbäckchen, im Volksmund genannt, erzeugen kann. Das sind diese kleinen Äderchen, die durch die Haut schimmern und dann einfach auch krankhaft werden können. Kubarose ist der Fachbegriff dafür. Ja, und wer das eben vermeiden möchte, sollte sehr stark bei einer fettreichen Pflege auf die Reinigung achten. Und dabei ist Seife nicht das allergeeignetste. Seife besteht aus Tensiden und entfettet unsere Haut erstmal vollständig. Oft ist es dann so, dass unsere Haut sehr stark spannt und wir umso reichhaltiger pflegen wollen. Und somit haben wir da eine Spirale, aus der wir selten herauskommen. Natürlich sollte man und kann auch nur mit Tensiden reinigen, aber sanfte Tenside abgestimmt auf die Hautbedürfnisse sind da bei uns an der Tagesordnung für eine sensible Haut, für eine fettreiche Haut oder auch für eine Mischhaut, die verschiedene Bedürfnisse hat, haben wir die passenden Pflegeprodukte und auch vor allem die Reinigung. Und wer jetzt im Winter eben eine reichhaltige Pflege nutzen möchte, sollte gerne mal zum Hautcheck bei uns vorbeikommen, damit er da ja keine Fehlentscheidung trifft. Pflegt euch schön weiter und kommt gut durch den Winter. Bis morgen!